Seit vielen Jahren ist unser heutiger Gast im DJ-Profil schon in der Szene unterwegs. Mit seinen Musikproduktionen prägte er die 90er Jahre, aber auch heute ist er immer noch nicht müde, Woche für Woche sein Bestes zu geben. Woody von Eyden. Das DJ-Profil wird präsentiert von Pioneer DJ. Ja, die Anfangszeiten, die waren schon sehr lustig, muss ich sagen. Der klassische, ich möchte lieber vor die Leute stehen und zwischen die Leuten, das habe ich schon relativ schnell rausgehabt, als wirklich Jugendlicher schon. Und dann fängt das so an, so Kellerparty oder in der Garage, Kumpel, Samstagabend, wir dürften dann, bis so 13 war ich vielleicht. Und ich wollte aber dann die Kassetten, also klar, Kassetten wechseln, weil so, fand das dann irgendwie interessant. Und dann merke ich, Mensch, ach du, und drei Mädchen gucken auch, cool. Und naja, und so fing das dann an. Und mit 15 habe ich das erste Mal Sonntagnachmittags, sogar so 2,50 Gulden, da haben wir so, sagen wir 2 Mark die Stunde, gekriegt. Aber die Reihenfolge, so sagt einem, Mensch, du machst eine ganz coole Musik, hast du Bock bei uns das zu machen? Dann kannst du auch ein bisschen den Spaßvogel raushängen, weil halt das war auch sehr viel mit Mikrofon früher, der DJ, ne, das an- und abgesagt, die Platten. Und dann habe ich die so gespielt und dann war auch, wie gesagt, da so 3, 4 Mädchen, die dann so gucken. Und dann kriegte ich schon mal so ein Bierchen in eine Kaffeetasse, damit es nicht auffällt, dass ich dann ein Bier trinke, weil das war natürlich dann auch nicht möglich, eigentlich legal. Und dann kriegte ich auch noch einen Zehner, also für 4 Stunden sonntags von 2 bis 6. Und dann habe ich so gedacht, warte mal, du kannst genau das machen, was du gerne machst, was du richtig geil findest, so vor den Leuten Musik zu machen, Spaßvogel raushängen lassen, Mädels kennenlernen, Bier trinken und da kannst du auch noch ein bisschen was von finanzieren, ist der Hammer. Also ich sag mal, wenn man am Ende des Monats damit klarkommt, ist das richtig und jetzt mache ich das seit, gut, gefühlte 300, aber dann doch irgendwie so 30 Jahre und da macht man irgendwas richtig, aber die Reihenfolge muss bei mir nach wie vor stimmen, also es muss Spaß machen. Für mich ist Energie wichtig, also dass ich Energie in der Produktion widerspiegel, die ich dann auf der Tanzfläche ausprobiere und dann auch zurückbekomme. Also ich versuche immer eine Synergie zu bekommen zwischen Publikum, ich bin Leute, die mich kennen und auflegen, klar, der eine sagt, boah, der übertreibt und so. Ich kann es auch nicht bremsen. Das liegt auch nicht an irgendwelchen chemischen Zusätzen oder an irgendwelchen Getränken. Es liegt einfach daran, dass ich irgendwas mache und dann im Studio eine Bassdrum, Boom, Explosion und die Leute haben die Hands in the Air. Oder ah, dann raste ich ein bisschen aus und dann rasten die aus und dann schaukeln wir uns gegenseitig in so eine hoffentlich positive Ekstase. Aber Energie ist eigentlich das Stichwort. Ja. Also mein größter Durchbruch, größter Erfolg, da warte ich ja noch drauf. Also ich habe wirklich immer noch das Gefühl, so, es fängt gerade erst an so. Ich habe ja auch natürlich eine sehr andere Background als vielen. Also ich war da der klassische Plattenaufleger und kam dann irgendwann Anfang der 80er dahinter, dass ich irgendwie auch selber irgendwas versuchen möchte. Und habe damals gedacht, ich mache ganz tolle Musik und heute verstehe ich, dass keiner in der Plattenfirma das haben wollte. Und wirklich von Day One an, aber es gibt immer so Momente, wo du dann so springst, sage ich mal. Ich bin mit 18 holländischer DJ-Meister geworden und das war wirklich, jetzt bin ich da, top of the world. War natürlich nicht so. Und dann die erste Produktion, die erste Chartsache, aber es hat bei mir nie so ein Boom-Klick, das war's, sondern immer so allmählich aufgebaut und immer weiter und dann mehr Länder und größer und dann die Welt und dann wieder da, weniger da, mehr. Ich glaube, man hat nie, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das war es und das war deswegen oder deswegen oder deswegen. Aber es gab viele schöne Momente, die dann meine Karriere auch gepusht haben. Das erste Mal, wo ich in Abu Dhabi gespielt habe, vor 15 Jahren, die Party hieß Rain Dance. Und okay, Rain Dance, haha, die finden das toll, weil was ist Luxus gut? Und okay, habe aber gar nicht verstanden, warum die Party so hieß. Und
40 Grad nachts um 3 Uhr, als ob du in so einen Föhn reinatmest, so von der Hitze her, großartig. Und da waren aber das Minimum die Hälfte der Leute traditionell gekleidet, ne? Also mit Turban und Dings und Gewand und so, und aber richtig cool, die waren richtig am Feiern. Und da war irgend so ein Typ, der hat mich die ganze Zeit angeguckt. Auch so ein total so ein Local und Dings und super cool. Wahrscheinlich eine dicke Cartier-Uhr und so. Und der war immer so mit mir so Interaktion, mit einem Mensch. Da waren Tausende von Menschen. Und ich habe mir den Typ irgendwie angeguckt und dann irgendwann mache ich so eine Geste, so was du am Kopf hast, möchte ich gern haben. Ja? Und er kommt auf einmal so eine Seite und das ist MP, Military Police, macht dann Security, ne? Nicht so hier so eine Security-Firma, sondern richtig MP. Und haben den auf die Bühne geholt. Also ich sag hier, der soll hoch und so. Hat auf der Bühne sein Turban abgemacht und mir aufgesetzt. Und wenn ich da jetzt noch dran denke, ich bin so ein Emotionenbündel, aber das ist einfach Emotion pur. Weil das, wahrscheinlich dürfen die das gar nicht von der Tradition her und so. Und in dem Moment, wo ich mit den Turban steht, drückt irgendeiner auf irgendeine Gardena-Düse, so habe ich das Gefühl gehabt, und die ganze Tanzfläche fing an zu regnen. Also von aus der Traverse. Und alle wurden plätschnass. Ja, ich stehe da mit dem Turban, es war perfekt. Die haben mich dann nach Hause, habe den gewaschen und der liegt bei mir so ganz, also schön aus Seide, so ganz toll. Und das war ja mit Abstand das Emotionalste und Bleibendste. Und natürlich viele, viele andere tolle Auftritte, aber das war le moment supreme. Ja. Ich habe oft darüber nachgedacht, den Lieblingsclub zu bauen. Aber wenn ich richtig Ahnung davon hätte, hätte ich vielleicht irgendwann mal gemacht. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nee. Ein Lieblingsclub. Für mich ist ein Club erst dann gut, wenn das Publikum funktioniert auf die Musik, die da stattfindet. Ja? Ich war ganz lange Jahre her im Kontor in Hamburg, habe tolle Partys gehabt. Ich war in ganz namhaften Läden in Frankfurt, wo nichts los war. Eigentlich ist der Publikum der Club. Also ich würde nicht sagen, der Club funktioniert immer, denn es funktioniert dann, wenn das Publikum da ist und es auch passt mit der Musik. Also ich würde nicht sagen, dass ich einen Lieblingsclub überhaupt auf der Welt habe. Was ich mir immer diesen Luxus gönne, wenn ich auf Festivals spiele, dass ich früh komme und lang bleibe. Das ist einer der Vorteile, wenn man Energie hat. ich höre mir gerne auch andere Acts an, aber da meistens auch, die wirklich anders sind. Also mit allem Respekt, ich bewege mich in irgendeinem progressiven, trancigen, weiß ich was Bereich. Und da weiß man ungefähr, was man spielt. Du siehst die Playlists von den anderen. Also ich lasse mich dann lieber inspirieren, muss ich sagen, als Mensch und als Künstler von anderen Künstlern aus ganz anderen Genres. Also das finde ich spannender, für mich jetzt. Da ich ja sehr, sehr viel mache neben Musik, ich mache alles mit Musik, aber weil ich einen Verlag habe und ich kümmere mich um Management von anderen Künstlern und baue irgendwelche Touren, mache viel Marketing, bla, alles mit Musik, vergesse ich immer wieder zwischendurch von, Mensch, von Aiden, mach auch mal wieder was für dich. Das versuche ich seit einem Jahr zu bessern und habe sehr schöne Kooperationen zurzeit mit Ruben de Ronde. Das ist die rechte Hand von Armin, von den Armada Headquarters in Amsterdam. Mach mit einem Russe Reorder gerade was. Hab in meinen Augen einen ganz, ganz tollen Track mit Alex Morf auf sein aktuelles Album. Und habe zurzeit drei Demos fertig, wo ich gerade Backings fertig, wo dann Vocals drauf geschrieben werden. Aber alles so ohne Druck wie früher, oh, das muss jetzt so sein und ganz aktuell on the point und mit Video und Dings. Heute sehe ich das, wahrscheinlich ist das Alter, das einen ein bisschen gelassener lässt. Ich habe nicht mehr so diesen Druck, du musst in den Charts rein oder du musst und Playlist und so, sondern ich mache es wirklich, weil ich da Bock drauf habe und dann irgendwie finde ich auch, es funktioniert dann auch besser, weil du es glaubwürdiger machst. Das ist so mehr eine Erkenntnis, aber es kommen sehr, sehr viele Tracks raus auf verschiedenen Labels und mit unserer Radiomarke Heaven's Gate planen wir in den Rahmen von Alex Mohr von seinem World Tour für sein Album, planen wir eine Veranstaltung in Dortmund. Das ist noch nicht ganz klar, wann. Das nehmen wir an, dass es Oktober wird. Es ist heute September, aber das kriegen wir terminlich nicht hin. Also eine ganz, ganz tolle Location. Also das ist wirklich ein Club, da kann man was Tolles kreieren. Natürlich muss der Club auch was hergeben, um eine schöne Party zu machen. Das ist in Dortmund im View, das ist ganz toll, on top of the city nenne ich das mal. Ich freue mich wieder, weil ich bin so ein kleiner Asien-Fan vom Essen und von den Leuten her. Ich spiele sehr, sehr gerne da und auch öfter und mache 2-3 Termine im Oktober. Da bin ich immer sehr, sehr euphorisch, weil das von vornherein weiß, ey, das wird cool. So. Also, und auch wenn es Clubs war, ich noch nie war, aber das Ganze drumherum passt, das Treatment und das Essen. Und das ist immer sehr spannend. Und für mich ist da immer so ein bisschen so Freude und ein bisschen Touri dabei. Und also,
ich finde auch, man soll auch einiges nicht immer so ernst sehen, sondern es darf auch sehr viel Spaß machen. Hier ist Woody von Heiden und du schaust Nightlife 4X. Das DJ-Profil wird präsentiert von Pioneer DJ. Auch im August wird natürlich noch draußen gefeiert. Wo? Zeigen wir euch jetzt. Die 4X-Termintipps. Am 11.8. No Guest List im The Attic in Düsseldorf, unter anderem mit Toni Rios. Am 18.8. Apollons Park Open Air in Hannover mit Richie Horton und Karotte. Das Day and Night Festival Wochenende am 24. und 25.8. im Glaspalast in Sindelfingen, unter anderem mit Chris Liebing und Carl Craig. Am 2. September das letzte Green and Blue Open Air am Waldschwimmbad in Obertshausen bei Frankfurt, natürlich mit Sven Feeth und vielen anderen. Und ebenfalls am 2. September das Hell und Dunkel Open Air auf der Rennbahn in Neuss, unter anderem mit Solomon und Nick Curley. Weitere Informationen auch auf nightlife4x.de. So Freunde, das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr besucht uns auch mal bei Facebook oder im Netz unter nightlife4x.de. Wir sehen uns dann im September wieder und zeigen euch Bilder vom Apollonspark aus Hannover und vom Day Night Festival aus Sindelfingen. Tschüss aus Berlin, macht's gut, ciao. Nightlife 4X wird präsentiert von Powerhorse.